Hallo und willkommen zum Blog dieser Woche. Wer mich nicht kennt, ich bin Little Tailsan, aber eigentlich ist das völlig unnötig, denn jeder sollte mich kennen. Ja, mein neuer Blog. Gleich zum ersten Thema, SimCity. Ihr habt es gesehen, ich habe die ersten beiden Videos direkt wieder runtergenommen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich hatte 10 Folgen aufgenommen, frisch bekommen, bisschen vor mich hingebaut, klar war das totaler Mist, das weiß ich inzwischen auch. Ich kann es inzwischen um einiges besser, aber wie diejenigen, die SimCity haben, wissen, ist es momentan nicht möglich, mit fremden Leuten eine Stadt aufzubauen. Das geht nicht. Ihr könnt keine freie Stadt beanspruchen, es sei denn, ihr seid von demjenigen eingeladen worden. Das heißt für mich, dass ich eben jetzt die ganze Zeit vor mich hin alleine gurken darf. Weil es haben sich zwar Leute gemeldet auf Origin, ich glaube insgesamt habe ich jetzt glaube ich da 11 Freunde, aber es spielen davon nur sehr, sehr wenig SimCity aktiv, beziehungsweise aktiv eigentlich keiner. Ich kann verstehen, warum. Es ist sehr buggy, die Städte funktionieren nie richtig. Wenn sie richtig funktionieren und man auch nur eine klitzekleinigkeit verändert, bricht alles in sich zusammen. Das mag SimCity sein. SimCity bedeutet für mich aber nicht, dass die Stadt zwischendurch einfach mal ausfällt und man eine Stunde zurückgeworfen wird. Auch wenn man das korrigieren kann, diese Ausfälle nerven einfach. Also ich muss sagen, ich kann mich diesem Aufschrei der EA-Hater auch nur anschließen. Ich kann keinem empfehlen, sich das Spiel zu kaufen. Keinem. Wartet lieber noch ein, zwei Monate, weil ich habe jetzt schon einen Monat gewartet, weil ich gehört habe, oh, 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 da sind Bugs drin. Das lasse ich mal lieber. Und das Spiel ist immer noch kompletter Mist eigentlich. Dieses Land ist sehr klein, ihr müsst online spielen. Und wenn ihr das dann nicht mit Fremden könnt, ist das echt scheiße. Es sei denn, ihr habt nun wirklich einen Freundeskreis aus, keine Ahnung wie vielen Leuten, die alle SimCity spielen wollen, dann klappert das, weil eine einzelne Stadt alleine funktioniert nie richtig. Und ich habe einfach nicht die Geduld, 2, 3 Städte für mich alleine zu bauen, die ich alle 3 selbst verwalte, da sie eben auch nicht synchron laufen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stadt gründe, denke, aktuell ist alles gut, ich mache jetzt mal eine zweite Stadt, wo ich dann statt Bildung auf Rohstoffe gehe, dann funktioniert die erste nicht, beziehungsweise sie läuft nicht weiter und verdient kein Geld. Und deswegen sage ich, nö. Ich nehme es auf, sobald es besser läuft. Und sobald ich eben auch online mich irgendwo dazu bauen kann. Mein Rekord, für alle, die es interessiert, liegt bei 264.000 Einwohnern. Das ist schon ein bisschen mehr als in den 1, 2 Videos, die ihr gesehen habt, aber mein Wunschrekord wäre es halt, 500.000 zu erreichen, dann wäre das Spiel für mich erledigt. Dafür brauche ich aber die anderen Städte. Ich brauche die Touristen, ich brauche den Flughafen, ich brauche den internationalen Flughafen und ohne die geht's nicht. Und nein, mache ich nicht alleine. Ja, und zwar, wir wollen ein Gewinnspiel machen. Wir hatten es am Anfang schon angekündigt, dass ich, wenn ich Folge 20 oben habe, eben The Tempest und ich, also zusammen 2 Creative, ein Gewinnspiel machen wollen. Und zwar wollen wir diese WoW-Figur verlosen unter euch. Das heißt, schickt mir eine PM mit dem Betreff Gewinnspiel und ich werde dann im Endeffekt zählen, wie viele Kommentare unter diesem Video sind, zählen, welche E-Mails ich bekommen habe und dann alles passiert. Ich denke so, hat 11 Kommentare, also zähle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die 11. E-Mail, die mich dann erreicht hat, also die 11. PM wohl bemerkt, derjenige kriegt die Figur dann. Der kriegt sie von mir nach Hause geschickt und soll dann damit glücklich werden. Wir werden das ab sofort häufiger machen, einmal pro Monat, denke ich mal. Einfach so, wie es uns gerade unterkommt. Nicht, dass wir unsere ganze Zimmereinrichtung irgendwie verbasteln, verschenken. Ich wäre ein bisschen blöd, wenn wir hier so ohne Einrichtung stehen. Also, noch einmal zum Mitschreiben. Ihr müsst Abonnent von uns sein. Klar, ich hoffe doch, wenn ihr das Video bis hierhin angehört habt, dass ihr ein Abonnent von uns seid oder ein Hater oder was auch immer. Ihr müsst keinen Kommentar unter dieses Video schreiben, sondern einfach nur eine PM an 2 Creative. Ich werde, wann immer ich dann Bock habe, wahrscheinlich am Sonntag, heute ist Dienstag, zählen, wie viele Kommentare hat dieses Video. Und wenn es nur ein Kommentar ist, ist es halt nur ein Kommentar. Und dann zählen 1, 2, 3 die PMs durch, wer derjenige ist. Das werde ich natürlich auch mit Video machen. Und ihr dürft selbstverständlich auch mehrere PMs schicken. Ihr könnt von mir aus auch 30 PMs schicken. Das ist mir völlig Wumpe. Denkt immer dran, denkt an die Kommentarzahl. Es könnte also im Prinzip ein ganz lustiges Gewinnspiel werden. In Zukunft habe ich andere Aktionen geplant, zusammen mit Abonnenten und ähnlichem. Zum Beispiel
Also, so viel zum Thema Gewinnspiel, ich erkläre es gleich am Ende nochmal. Ich würde gerne mit meinen Abonnenten SimCity spielen, aber ihr müsstet mir euren Origin-Namen zuschicken per PM, am besten mit dem Betreff SimCity, und auch mal online sein, damit ich euch eine Anfrage schicken kann oder ich bei euch einsteigen kann. Am besten würde ich dann stattfinden und euch einfach einladen. Das wäre auch okay, dann hätte ich schon mal vorausgebaut, Geld verdient und könnte euch ein bisschen supporten. Faire Sache, und da kann man eine richtig schöne Stadt bauen mit schönen, richtig schönen Großprojekten. Also, euren Origin-Namen per PM bitte an mich, aber nur, wenn ihr auch wirklich SimCity spielt. Für alle, die mich adden wollen, obwohl ich nur SimCity habe bei Origin, mein Name ist Little Tails Fan. So, viele Abonnenten, inzwischen vier, was ich als viele bezeichne, haben gemeckert, dass ich Kaizo nie gespielt habe, obwohl ich es mal versprochen habe. Das stimmt. Jetzt, nachdem ich Amnesia durch habe, was viele Let's Player eigentlich abbrechen, bin ich auch bereit, ein noch schwierigeres Spiel zu spielen. Kaizo, und das ist jetzt die Daumenumfrage, werde ich aber nur spielen, wenn die Leute sich das auch angucken, weil Deadlight, 20 Aufrufe pro Video, ist okay. WoW, 200 Aufrufe pro Video, so ungefähr im Durchschnitt. Das ist besser, da merkt man, okay, da lohnt es sich, macht auch Spaß, sowohl das eine als auch das andere. Aber Kaizo spielen und dann nur 15 Aufrufe haben, kommt für mich nicht in die Tür. Dann lohnt sich das einfach nicht. Dann spiele ich lieber Castlevania oder noch Mega Man Teil oder was auch immer mir gerade Spaß macht. Mein aktuelles Projekt, das offscreen aufgenommen wird, ist Team Hospital. Aber zurück zum Thema. Wenn ihr wollt, dass ich Kaizo Mario spiele, und ich meine komplett mit Save States und Slowdowns, wann immer ich sie brauche, Daumen hoch. 50 Daumen hoch und ich spiele Kaizo. Ich meine, wir haben, also Tidal Temples und ich haben aktuell 410 Abonnenten, ungefähr. Also müsste jeder achte von euch einen Daumen hoch geben. In der Regel haben der Blog 200 Aufrufe, das heißt 50 Leute von euch, ein Viertel davon müsste einen Daumen hoch geben. Dann spiele ich Kaizo Mario. Und zwar nicht erst irgendwann, sondern nämlich auch dann direkt am Wochenende. Obwohl, ihr hört, meine Stimme ist ein wenig angeschlagen. Ich habe mir eine Halsentzündung zugelegt. Das nervt abartig. Ich nehme Meditonsin dagegen. Ich kann eigentlich mal gerade so live ein Medikament in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tropfen. Nom, 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 nom. Delicious. Also, 50 Daumen hoch und ich spiele Kaizo. Vielleicht würde ich, wenn es heute noch 50 Daumen hoch, wenn es heute nicht mehr werden. Ich werde es auf jeden Fall so schnell wie möglich Let's Playen. Also nochmal zum Zusammenfassen. SimCity, totaler Mist, kauft es euch nicht. Wer es schon hat, mein Beileid. Schickt mir euren Origin-Namen als PM mit dem Betreff SimCity zu. Ich werde euch dann einladen und ihr könnt dann neben mir eine Stadt bauen. Ich werde eine schöne zentrale Stadt nehmen, wo auch viele Angrenzungen sind. Und wir werden ein richtig schönes, großes Ding zusammenbauen. Geile Sache. Gewinnspiel, schickt mir eine PM mit dem Betreff Gewinnspiel oder Verlosung, irgendwas, was halt darauf hinweist, ach, das gehört zum Gewinnspiel. Ich werde die Kommentare unter diesem Video zählen, die PMs durchzählen. Sollte es mehr Kommentare als PMs sein, werde ich einzeln durchzählen, also immer wieder. Und Kaizo Mario, 50 Daumen hoch auf diesem Video und ich werde Kaizo spielen. Ohne Umwege, ohne Unnötiges hinauszögern. Sollte fair sein, ist lustig, mir macht's Spaß, ich bin voll dabei und hoffe, dass SimCity zur Hölle fährt. Oder korrigiert wird. Was eben zuerst kommt. Tschüss.